So, jeder People-Fotograf kennt etwas, ja, aus der Porträtfotografie, Beauty-Fotografie und so weiter. Was immer wieder Ärger macht, das sind die sogenannten Flaumhaare. Bei einer blonden Person sind die natürlich sehr hell und fallen nicht so auf, aber bei einer dunkelhaarigen Person fallen sie, wie jetzt hier ganz gut zu sehen, schon extrem auf. Ne? Also was tun? Na, man kann sie jetzt so lassen, das wäre Natur. Aber in vielen Fällen im Fashion and Beauty will man es eben nicht so haben. Da gibt es natürlich immer wieder Tricks, das entsprechend zu machen. Aber es ist natürlich auch teilweise eine Sisyphus-Arbeit. So, wenn ich das jetzt hier einfach so, wie es üblich ist, mit dem Radieren oder so machen wollte, wäre ich wahrscheinlich morgen noch beschäftigt. Also was benutzt man dort als Technik? Man geht einfach erstmal hin und macht eine Frequenztrennung. Ne? Frequent Separation. So, jetzt fragt er nach der Größe, so 2 Pixel, ne, man muss sich gucken, wie groß sind so die Haare, ja, könnte ungefähr hinkommen, macht man die Trennung. Wir haben jetzt hier eben unten die niedrige Frequenz, also die Farbe, und wir haben hier oben die hohe Frequenz, die Details. So, als erstes werden wir mal hingehen und werden jetzt hier die niedrige Frequenz mal duplizieren und werden dort eine Maske draufsetzen, und zwar eine schwarze. Wozu das gut ist, werden wir später sehen. So, wir gehen jetzt wieder zurück in die hohe Frequenz. Da kann ich jetzt keine Duplizierung machen, weil das wäre kontraproduktiv von der Verfahren, von den Highpass-Filter und so weiter, der eingesetzt wird. Und gehe jetzt hin und versuche eben die hohen Frequenzen, das spricht die Haare, wegzukriegen. So, ich habe da, weiß nicht wie oft und wie viel schon getestet. Ich habe festgestellt, dass am besten immer noch das gute alte Klonen funktioniert. Also sozusagen eine Hauttransplantation, wenn man so will. Das heißt, ich gehe hier hin, nehme mir eine Haut, die eben nicht haarbelastet ist, ne? In dem Bereich zum Beispiel, und kopiere jetzt die Struktur entsprechend runter. Man sieht, das ist jetzt nicht perfekt, aber funktioniert schon ganz gut. Ich gehe jetzt hier rüber, mache das Gleiche in dem Bereich. Manchmal muss man da mehrmals hingehen, logischerweise. Sieht am Anfang noch nicht so gut aus, das kenne ich. Das ist normal, warum? Weil wir ja nicht alles erwischen. Wir erwischen im Prinzip nur die Haare selber, aber nicht die Schattenbildung und so weiter. Da wollte ich gar nicht hin. So, ich mache es jetzt nur einen gewissen Bereich, weil ich was gleich zeigen will, wie das Ergebnis aussieht. Und lasse den Rest des Bereiches sprechen, so wie es ja, war. So. Gehe ich rüber in den Low-Frequency-Bereich, also in die Farbe, und gehe jetzt hin und werde die Ebene jetzt hier mit einem Filter belegen. Und zwar werde ich hier einen unscharfen Filter drauf machen. Einen kleinen Tipp, am besten funktioniert bilateral. Ihr könnt aber auch andere ausprobieren. Und setze hier einen entsprechenden Größenbereich rein. Vom letzten Mal sind so 25 Pixel jetzt hier. Müsst ihr auch ausprobieren, das ist natürlich von Kamera zu Kamera unterschiedlich. So, und wir sehen jetzt natürlich gleich noch nichts, aber ihr werdet sehen, wenn ich jetzt hier drauf gehe und mit einem Pinsel, und das ist genau der Punkt, Pinsel, weiße Vordergrundfarbe, jetzt anfangen werde, hier das Ganze auszugleichen. So, wenn ich das mache, muss ich das natürlich auch in den anderen Bereichen machen, damit das angeglichen ist. So, das ist jetzt ziemlich stark gewesen. Wahrscheinlich hätte ich weniger als 24 nehmen sollen, aber okay. Es geht hier nur um den Demo-Zweck. Aber ihr könnt, glaube ich, jetzt schon am Anfang sehen, wie doch der Unterschied ist. Ne? Also wir haben jetzt hier die Haut vorher, die Haut nachher. Immer noch nicht hundertprozentig perfekt, aber zumindest keine Haare mehr. Und wenn ich jetzt rausgehe und mir Gesamtansicht angucke, dann sieht das schon relativ vernünftig aus. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch hingehen würde und würde die anderen Sachen entsprechend anpassen, hätte ich ein durchgängiges Hautbild, was dem Ganzen entspricht. Und so arbeitet man im Beauty auch normalerweise gerne. Und ich habe jetzt mal extra das Gesicht weggelassen, warum wohl. So, und man hat jetzt hier eben das Ergebnis ohne Haare, wie ein Babypupille sozusagen, und hier mit Haare. Man kann hier entsprechend über diese, ja, über die Unschärfe, die man da eingestellt hat, ich hatte jetzt 24,8 Pixel, kann man natürlich ausprobieren, wo die eigene Kamera
Naja, jetzt haben wir nur entsprechend gut wirkt und wo nicht. Hier wären es wahrscheinlich unter 20, wäre wahrscheinlich idealer gewesen. Aber Sinn und Zweck der Demonstration ist, glaube ich, erfüllt. So kann man natürlich sehr einfach solche Strukturen, die im High-Frequency-Bereich sind, das ist der entscheidende Punkt, wegbekommen. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Na? Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.